Und nun kommt zu uns in die blaue Ecke der aktuelle und amtierende WWF-Weltmeister im Cruisergewicht, Hisni Altunkaya. Diese Begegnung im Cruiser- oder Leichtschwergewicht angesetzt auf die Distanz von 6 Runden. Und ich stelle Ihnen die Boxer vor, beginnend in der roten Ecke, in der grau-roten Hose. Er kommt mit einem Kampfrekord von 37 Profikämpfen, davon 20 Siege, 7 durch K.O. und 17 Niederlagen. Aus Târgu Mureș in Rumänien, der ehemalige IBF Mediterranean Champion István Varga. Der Boxer in der blauen Ecke in der schwarzen Hose mit einem Kampfgewicht von 90,7 Kilogramm. Er ist gebürtig in der Türkei, aber er kommt aus Neuwied am Rhein mit einem makellosen Kampfrekord von 21 Profikämpfen, 21 Siege, davon 13 durch K.O. Hier ist der aktuelle WWF-Weltmeister im Cruisergewicht. The Warrior, Hisni Altunkaya! Ihr Ringrichter wiederum, Herbert Uhrig, gute Unterhaltung. Runde 1. Thank you.
Ein paar Infos und wir beginnen mit der roten Ecke. István Varga aus Rumänien. 87,6 Kilogramm hat er gestern gewogen. Er ist 1,88 Meter groß und Profi seit 2004. Sie haben es gehört, eine lange Laufbahn schon, 37 Kämpfe. Im fortgeschrittenen Alter mit 37 Jahren hat er dabei schon mit einigen wirklichen Cracks im Ring gestanden, unter anderem den Weltranglistenboxern aus Polen, David Kostecki, Pavel Kolodzki aus der Ukraine, Vyacheslav Utsilkov oder Denis Simcic, der hat sie alle geboxt. Das ist István Varga und damit ringfrei zur zweiten Runde. Der Champion in der blauen Ecke ist die Altunkaya, 1,87 Meter groß. Er ist erst 25 Jahre alt und debütierte als Profi im Jahr 2008. Wie gesagt, ungeschlagen in 21 Profikämpfen bis dato und mit einer ganz erfahrenen Ecke ausgestattet.
Sein Trainer und Manager ist sein Bruder Turhan Altunkaya, selbst ein erfolgreicher Profiboxer gewesen. Außerdem haben wir dort Robert Nuri und einen Mann, der in der vergangenen Woche auf Sport 1 um die WBO Junioren-WM geboxt hat, Harut Sahakya. Herzlich willkommen, ihr drei. Ringfrei zur dritten Runde. Ich bin Ihnen noch die Vorstellung des Trainers von István Varga schuldig, meine Damen und Herren. Ein Mann, der sage und schreibe 94 Profikämpfe auf dem Buckel hat. Wir begrüßen hier in Saarbrücken in der roten Ecke Zoltán Beres. Zur vierten Runde.
Ein Mann möchte ich auch noch am Ring begrüßen, der seit vielen Jahren das Punch-Up-Box-Team von Turhanal Türkaya in Neuwied als Sponsor begleitet und entscheidend dafür mitgesorgt hat, dass Hisni Altunkaya bis dato zum Weltmeister aufgestiegen ist. Herzlich willkommen, Thomas Bohlefeld. Ringfrei zur fünften Runde. So, und während die Kämpfer ihre Handschuhe gerade ausziehen und sich bereit machen zur Verkündung des Urteils, darf ich Ihnen schon einmal die Information geben, dass wir jetzt nach diesem Kampf eine kurze, etwa 15-minütige Pause machen, bevor wir dann direkt einsteigen in unsere Titelkämpfe. Und dann wird es so richtig spannend, kann ich Ihnen versprechen.
So, und ich darf Ihnen das offizielle Urteil verkünden, meine Damen und Herren. Ringrichter Herbert Urich zählt unseren Gast aus Rumänien, István Varga, nach 2 Minuten 59 Sekunden der 5. Runde aus. Und damit Sieger durch K.O. in Runde 5. Und weiterhin ungeschlagen aus Neuwied am Rhein, der amtierende WWF-Weltmeister im Cruisergewicht, The World.